Ein wunderschönen guten Tag, meine lieben Freunde. Hier ist wieder euer Jan und euer Oldie von Immer am Limit. Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Resident Evil 6. Freut mich, dass du da draußen wieder mit dabei bist. Genauso wie dort drüben auf der anderen Seite der gute Jan ist. Hallo, hallo, hier winke ich. Hallo zusammen, hallo Oldie. Wo winkst du denn? Wo winkst du denn? Na, ich sehe doch gar nichts. Ja. Vorwärts. Du musst du machen. Du musst die Kreistaste mal gedrückt halten und dann kannst du, glaube ich, auch was sagen. Kannst du rufen? Los hier lang. Warten. Halt. Jawoll. Genau, wir haben jetzt in der letzten Folge zwei Statuen gefunden, die wir jetzt hier oben platziert haben. Ihr seht es ja gerade, jeder auf seiner Seite. Und da hat sich jetzt unten eine Tür geöffnet. Und da müssen wir jetzt, glaube ich, rein. Und das haben wir jetzt auch vor. Mal gucken, was es da so Schönes gibt. War das die eine Tür, die da nur aufgegangen ist, oder? Okay, soweit ist ein Hebel. Ich gesehen habe. Da ist ein Hebel, sehe ich gerade hier schon. Oh, und ein blaues Licht. Ein blaues Licht, was macht es? Es leuchtet blau. Es leuchtet blau. Oh, hier ist auch noch ein Hebel. Okay, wir müssen wahrscheinlich wieder gemeinsam ziehen, oder? 3, 2, 1, Leon, und nehmen go. Sie den anderen. Jawohl. Oh, jetzt bist du eingesperrt. Super. Oh. Wer schießt da? Da, die Statue hat geschossen. Ach du Kacke. Was muss ich jetzt machen? Ah. Oh. Was muss ich jetzt nicht machen, Digga? Muss auf ich die Statue schießen? Ich weiß es nicht. Nee. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Da müssen uns. Ach, oh, scheiße. Was müssen wir hier machen? Muss immer in Bewegung bleiben, glaube ich. An die Statue ran? Ja. Und dann kannst du da einen Hebel drücken und dann geht die wieder rein. Ah ja. Okay. Sehr gut, Digga. Sehr gut, Digga. Ah, dann gehen jetzt hier die zwei Türen auf. Oder eine Tür geht auf. Du auch? Ja, bei mir ist die Tür auf. Okay, oh, warte ganz kurz. Bevor wir da reingehen, alter Vater, das ist ein Rätsel. Jetzt gehen bestimmt hier mehrere Dinge, jetzt müssen wir bestimmt wieder ziehen und dann gehen hier unter anderem mehrere Statuen wahrscheinlich. Oh Gott, das wird mies. Das wird richtig mies. Das wird richtig mies, da müssen wir uns anstrengen. Ja. Bist du bereit? Bist du bereit für ja, die Action? Ich bin bereit. Alter, ja, ich bin bereit. Jetzt reicht es aber mal langsam. Wir haben keine Zeit für diesen Mist. Richtig. Okay, da kommt wieder so eine Scheiße. Ja, genau, da müssen wir wieder Knöpfchen drücken, wie du gerade schon drüben gemacht hast, ne? Ja. Hier schön in Bewegung so, bleiben. Meine ist drin. Ja, meine auch. Ja, die nächste. Los, weiter! Und hinten. Ich werde gleich von hinten beschossen. Das lasse ich mir doch nicht entgehen. Am besten rennen, oh. Dann geht's. Nee, du musst wirklich rennen mit X. Ja, ich muss aber ja auch drauf drücken, ne? Ah ja, klar. Am besten zentral in der Mitte bleiben irgendwie. Kann man. Ah, jetzt kommst du da raus. Boah, es gehen drei Dinger schon. Boah. Wir müssen uns nicht merken, welcher als erstes rausgeht. So, ich hab alle. Ich noch nicht, einen muss ich noch. Du musst, genau, du musst richtig sprinten dann, ne? Ja. Dann kannst du den Schüssen auch entweichen, dann kann die nicht so schnell zielen. Die zielt zwar auf dich, aber die trifft dich dann nicht. Mies, mies, mies. Ich hoffe, wir müssen nicht eine Reihenfolge einhalten. Oh, jetzt hat sie mich. Luder. Fuck. So, ich hab's alle, soweit. Ja, ich auch. Jetzt geht eine Tür auf. Die Tür geht auf. Ja. Und da ist schon Laser. Stimmt. Hier, pass auf, wenn du da reingehst. Wo leuchtet dieser? Da ist eine Knarre bei dir, glaube ich, ne? Knarre. Also, guck mal, ob du die Knarre da nehmen kannst von dem Typen, weil das ist die Knarre, die bei mir hier auf diesen Laser raufleuchtet, auf diese Scheibe raufleuchtet. Nee, kann ich nicht nehmen. Du weißt, was ich meine, ne? Der leuchtet hier mit der Knarre bei mir auf diesen Laser auf diese Scheibe hier rauf. Vielleicht ist es.
Kann... Hey, was müssen wir jetzt machen, Digga? Guck eben, warte. Vielleicht auf die Scheibe direkt mal raufschießen? Ja. Ja, rauflasern müsste. Einfach mit der Knarre drauf zielen. Ja. Bei dir auf deiner Seite natürlich. Machst du? Ja. Ich mach bei mir. Und dann geht die Tür auf. Wunderbar. Alles gut bei dir? Ja, ich bin nur gestolpert eben, ne? Ah, okay. Oh, ich sehe einen Schatten. Also ich sehe da nichts. Ja, da kann ich nicht auf. Alles gut? Ich muss bloß vorsichtig sein. Wenn du oben bist, ich weiß ja nicht, ob du schon oben die Treppe hochgegangen bist. Ja, bin hast ich. Ja bei dir, ich weiß nicht, ob bei dir auch so eine Statue in der Mitte ist, wieder mit so einer Schale in der Hand, da musst du wieder aufzielen. Habe ich. Von oben. Okay, bei mir ist die Tür auf. Bei mir ist die Tür auch auf. Ah, da drüben bist du. Guck mal, hallo, hallo. Hallo. Ja, wie kommen wir jetzt hier weiter? Ich komme jetzt hier noch nicht weiter. Ist hier irgendwas? Ja, da oben. Da oben. Bei dir. Ja, dann ziel du darauf, ich ziel bei dir auf deiner Seite rauf. Jawohl. Okay, und schon ist ein Zombie hier bei mir. Das Gulasch. Oh, hier müssen wir bestimmt wieder was machen. Ja. Warte mal, wo? Ganz oben wahrscheinlich. Ah, da. Mit dem Spiegel wahrscheinlich, ja. Ja. Aber wie machen wir das mit dem Spiegel? Ah. Da oben. Nee, da ganz oben. Da. Oder? Ich mach's bei mir schon. An der Seite, nicht geradezu, sondern an der Seite. Da müsste noch was bei dir sein. Ja. Hast du? Hä? Nee. Am Fenster. Wenn du... Nee, nicht da. Stell dich mal an der Seite hin. Hier? Ja, und dann guck mal nach oben. Hab ich. Ja, warte, ich muss bei mir noch machen. Wo zielst denn du rauf? Ja, das ist richtig, da würde ich auch sagen. Ja, würde ich auch sagen. Aber warte mal, vielleicht müssen wir hier noch irgendwie was kaputt machen. Weil unter dir... Also. Was ist da noch? Irgendwas sägt doch hier. Warte mal. Ist das bei dir nicht das Ding da? Hast du nicht auch so ein Teil? Oder? Ja, ja, ich habe auch das gleiche. Jetzt vielleicht? Machen wir nochmal? Jetzt, hä? Warum geht's jetzt auf jeden Fall? Haben wir noch. Naja. Ich habe einen Schlüssel. Ja, sehe ich. Wir sind jetzt wieder vereint. Nee, das ist eine Statue, die du hast, ne? Ja, Statue, genau. Bei mir ist jetzt wieder so eine. Ach, das haben wir mit dem Spiegel gemacht. Ach so. Jawohl. War ein Spiegel da oben, ja genau. Und dann, okay, mit Laserstrahlen. Okay. Ich glaube, wir kriegen gleich eine Waffe. Zumindest sehe ich das hier. Ja. Scharfschützengewehr. Können wir uns hier nehmen. Nice. Oh ja. Das ist cool, halb guck mal. Und neben dir rechts, da ist die nächste Statue. Genau. Müssen wir das natürlich irgendwie... Und hier gibt's auch direkt Munition dafür. Mensch, ist ja klasse. Oh, was steht hier? Leuten Hold the five laut bells. Und klar. Der wahre Weg wird offenbar. Okay, wir müssen auf Glocken schießen, glaube ich. Ja. Ich muss das rauskriegen. Übrigens, ich zeig dir schon, wo die, wie die Bockwurst knackt, zeigt dir da. Warte, Nummer 1. Ne, warte, wir müssen ja wahrscheinlich von jeder Seite irgendwo ran. Die müssen zur gleichen Zeit wahrscheinlich klingen, oder? Ja. Welche hast du jetzt? Na, die da hin und her wackelt. Da. Genau. 5 Dinger sollten das hier sein, ja? Okay. Jetzt sind es 2 schon. Ah, ich sehe noch eine.
Ja, die muss ich gerade von der anderen Seite machen. Bist du bei mir? Da hinten hängt nämlich eine. Ups. Mann. So, jetzt. Drei. Eins, zwei, drei. Vier. Irgendwo eine muss da noch sein. Irgendwo muss noch eine sein. Ja, das wird denn... Ah, okay. Ich sehe die andere. Das sind alle. Seltsame Aktivitäten zu schießen. Das Spiel mit den Glocken. Sehr schön. So, und da ist auch schon die Statue. Wunderbar. Schön, haben wir ein schönes Sniper-Rifle jetzt hier am Schlüssel. Cool. Ja. Wobei ja trotzdem meine Lieblingswaffe die Pumpgun ist. Sie gehört? Ich hoffe, das war eine Tür. Kommt, komm noch mal eben zu mir, bitte. Dann. Warte. Und nu? Jetzt habe ich uns mal im geheilt. Ich weiß gar nicht, ob du jetzt mich mit geheilt hast. Ich glaube, ich war schon voll. Waren nämlich zwei Verbandskästen. Deswegen. Oh. Naja, als ich uns geheilt habe. Okay. Jetzt sind wir hier oben. Auf der anderen Seite. Ach, eine Etage noch höher sind wir. Okay. Aber warte mal, ich wechsle mal lieber meine Knarre. Da drüben sind auf jeden Fall noch. Oh, hier. Da oben. Nice, Digga. Schön. Gut gesehen. Hey, was ist da? Warte. Da können wir die blauen Dinger. Aber nee, lass mal kurz erstmal hier hintergehen, ja. Weil hier sind nämlich noch Truhen, die wir hier kaputt machen können. Ah, ja, gut. Gibt's nur Kohle? Beziehungsweise hier so eine. Was sind das eigentlich? Silber-Statue-Geschichten? Keine Ahnung. Ja, ich hatte eben bei beiden Munition drin. Einmal Pistole und einmal. Okay. Für das Sniper-Gewehr. Dann können wir platzieren, Digga. Sesam, öffne dich, oder? Klar. Ih. Ach, was ist das denn? Schön mit Ipsbeine. Oh, guck mal. Lecker von Lecker. Ey, hau da ab, Mensch. Alter, wie viele Titten hatten die? Da hast du deine Titten, Digga. Bruder, muss los. Ih, guck mal, die sprüht da irgendwie so Mist raus. Das werden die zu Zombies wahrscheinlich. Mist, Alter. Auf geht's, Digga. Okay, am besten ist es, wir platzieren hier wieder. Was zur Hölle kann das denn hier? Geh auf dein Gas! Ich bin fast am Sterben, Digga. Ja, ich komme. Schnell, bin ich tot. 3, 2, ja. Und gleich weg hier. Ich muss mich erstmal healen. Scheiße, ich hab nix, ne? Doch. Okay, erstmal Knarre. 4 ist da oben. Erstmal müssen wir uns hier. Boah! Oh nein. Wir müssen in Bewegung bleiben. Wo ist das Vieh? Ja. Das ist oben, ne? Ah, das belebt auch immer, Leute. Ach du Scheiße. Oh! Na ja, bleib mal locker. So, Roundhouse Kick. Okay, wie machen wir das? Wir müssen hier irgendwie... Das Vieh da oben.
müssen auf jeden Fall hoch. Ja. Ist schon oben? Ja, ja, ich hab. Ach, jetzt ist das Vieh wieder unten. Oh, oh nein, nein, nein! Wir müssen etwas tun. Es sterben Leute. Alle Mann raus hier! Oh, es ist fast tot. Also mit, Dings hier. Auch schnell. Komm, jetzt schreit gleich wieder. Ja. Oh, fuck, fuck, fuck. Alter, ich bin gleich dead, ey. Es klettert hoch. Brandgranaten gehen natürlich auch immer gut. Wo ist das Vieh? Oben. Da oben. Ja. Seh's. Ah, scheiße. Komme ich da gar nicht hin? Oh, bis da hoch kann ich gar nicht schmeißen mit meinen Brandnets. Ich versuche mal hochzugehen. Wo ist bei mir hier? Scheiße. Das geht durch die Tür dadurch. Spaß. Mist, Mann. Oh. Am besten mache hier. Es geht wieder hoch. Vielleicht meine Chance okay. Zu verbrennen. Nein, verdammt. Wo ist das Ding? Über mir. Ja. Das brennt, das brennt. Muss flüchten. Okay. Oh, das ist hier so ein Zombie-Monster. Jawohl. Geht wieder runter, glaube ich. Nee, es ist da oben, immer noch oben. Ja, seh's. Einiges aus, das Vieh. Jawohl. Oh, jetzt. Super. Hast du mit Scharfschützengewehr gemacht, oder? Ja, also ich hab's erst zu Fall gebracht mit, ja. Na, ist schon. Denkst du? Eine Granate, oder? Nee. Mit C4, oder was das ist? Dieses Sprengstoff. Ja. Gedöns. Ja, und dann hat er mit einem Scharfschützengewehr ein paar Mal aufgeschossen.
Das habe ich einige Male jetzt gemacht. Vorher habe ich mit der Pumpgun sie bearbeitet. So, mal gucken, ob es hier oben noch irgendwas gibt für mich. Unten liegt auf jeden Fall auch noch Sprengstoff von dir wahrscheinlich, ne? Ja, ja. Boah. Kann man noch nicht mehr aufnehmen, ne? Oder kannst du das noch aufnehmen? Ich glaube nicht, du. Ich guck gleich mal. Das muss ich mir einmal einen Heilerich machen hier. Ja, ich gucke mal, ob ich hier noch was zu looten finde. Ja, hier habe ich noch was gefunden. Wunderbar. Ja, Heilerich, brauche ich auch gleich wieder. Bin nur noch. Noch zwei Leben, aber gut. Haben wir ja gut gemeistert. So, können wir runter hier oder was? Ja, sofort. Vorwärts! Jawohl, Chef. Vorwärts! Isam, öffne dich. Okay. Da ein paar Kisten. Ja. Oh, was ist da denn drin? Oh, 4000 ist das wert. Nice. Geil. Das lohnt sich. Sehr, 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 sehr gut. Mhm. Finde ich auch. So, haben wir hier noch was Schönes zu looten. Sieht aber schlecht aus. Wenn ich glauben könnte, dass Gott bei uns ist. Aber ich fürchte, wir sind allein. Mhm. Kluger Spruch. Weise. Ist hier oben. Muni. Haben wir aber wieder ordentlich Muni am Start. Diese Konsole und Ziffern auf den Türen hängen wohl zusammen. Oh. Ja, ich hab hier 012 habe ich hier. Ja, 012 wäre diese Tür hier. Ach so, warte mal. Kann ich hier wieder abbrechen? Ja, okay. Oh, oh, da ist einer drin. Warte, ich drück's. Null. Dann geht die Tür auch auf, pass auf. Ja. Ah ja. Ist auf der andere, der sieht da auch so komisch. Nein, das gibt's doch nicht. Ey. Mein Gott. Ist Vieh. Kannst Jan zu mir sagen. So, okay, hier ist nichts mehr. So, dann müssen wir die nächste aufmachen. Welche machen wir auf? Sag du. Ja, nach Reihenfolge würde ich sagen, wa? Ja, ich seh die ja nicht, ich sehe die Zahlen nicht. Ach so. Dann mach mal die. Die kann ich nicht lesen. Ja. Mach mal die. Die kann ich auch nicht lesen. Ja, alle kann man nicht lesen. Da müssen wir raten wahrscheinlich. Okay, probieren wir mal die. Warte mal, warte, wenn mal da die 012 ist. Da ist es genau andersrum. Da ist es die 021. Hm. Ich probiere mal die 101. Da sieht nix. Ah, das ist 1, die. 102 ist, ist links von dir. Achtung. Okay. Da ist nichts drinne. Doch, da ist so ein Schreihals drinne. Ja gut. Oh, was? Dann werden hier alle Zombies wieder wach. Oder? Doch nicht. Ist noch was drin, Feines? Nee. Schade. Okay, dann geht's weiter. Mhm. So, vorher hatte ich die 012 gehabt, ne? Ja. Nee, andersrum. Die 102. Ja. Und jetzt mache ich mal die 103, oder? Nee. 120. Nee. Ging nicht, ne? Nee. Okay, dann die 201. Da ist jetzt links, ja genau. Ja.
drin? Nö, nur Kisten. Oh, auch nicht schlecht. Mit Munition. Munition wäre schön, ja, aber davon hakt wahrscheinlich zu viel, deswegen kriege ich keine Munition mehr. Müssen wir hier noch irgendwas im Raum finden? Nee. Nee. Hm. Und jetzt steht hier noch eine Luke. Hier oben. Ja, die 2. Noch was. Testen wir mal. Nichts. Bewegt sich nicht. Okay, also beginnt es auf jeden Fall mit 2. 2, 1, 0. Jawohl. Ich hab's. Geil. Und hier geht's wahrscheinlich genauso weiter. Achtung, Zombie wird da hinten wach, glaube ich, oder? Also hier ist auf jeden Fall was drinne. So, dann gucken wir mal. Man muss nur die Ziffern auf den Türen eingeben. Das können mehrere Möglichkeiten sein hier, ne? Ja. Probieren wir mal. 0, 1, 2. So, da ist wieder so ein. Ich kümmere mich drum. Drin. 2 sind da drin. Ja. Hä? Was war das denn? Der hatte was in der Hand und da habe ich drauf geballert. Optimal. Nicht schlecht. Ja. So. Hier geht auch noch eine Kammer auf. Siehst du das? Hab ich auch eben schon gesehen. Da sind auch noch Kisten drinne. Kann hier nämlich durchgucken. Geil. Okay, dann sind es wahrscheinlich hier die Kombinationen, die oben noch draufstehen. Was waren ja 2? Ja. Okay. Dann wird das die 2-1-0 sein? Ah, die geht. Ach so, die hatten wir ja schon. Stimmt. Ja. Okay, warte. Dann ist das die 2-0-1. Jawohl. Ja, das ist sie. Oh, Grünzeug? Das ist nice. Das ist, kommt wie gerufen, ey. Hier ist noch eine Special-Kiste. Gucken, was da drin ist. Oh, 5000. Und nochmal Erste-Hilfe-Spray. Nice. Sehr schön. Kann ich mich gleich mal healen mit. Obwohl, jetzt habe ich 3-mal Dings. Bist du voll? Voll mit was? Na, voll geheilt. Ich bin, ja, ein Balken fehlt mir, aber es ist ja, warte, okay. Warte, bleib stehen. Danke. Man kann sich also auch gegenseitig heilen, das ist schon mal gut zu wissen. Weiter geht's. Okay, welche Seite hatten wir noch nicht? Dann hatten wir noch da hinten die 1. 0, 2 kann es ja denn nur sein. Da ist ein Schreihals drinne. Achtung, er schreit wieder gleich. Noch eben. Oh, das ist nochmal Grünzeug. Das ist natürlich optimal. Und alle haben hier so ein gepflegtes. Oh, guck mal, dafür, dass es so ein Schreihals war, sieht sein Scheiß aus ziemlich sauber aus. So, mal ja. Oh ja. Zum anderen Zimmer, ne? Nicht schlecht. Zum Rest des Zimmers, meine ich. Ja. So, okay, dann geht's hier vorne weiter. So, das könnt ihr dann die 1. 2-0 sein. Jawohl. Oh, das war so ein mächtig prächtig Mistvieh. Okay, hier ist sonst nichts weiter. Nee. So, und dann fehlt uns noch eine Tür, oder? Die hier. Ja, und da steht gar nichts dran, dann kann es sein. Ich sehe nämlich nichts. Wir kriegen das raus. Ja. Die welche hatten wir jetzt noch nicht? Die 0? Ich weiß gar nicht, was wir jetzt schon hatten. Die 0, 2, 1 hatten wir, glaube ich, noch nicht. Ah, okay. Offen. Nicht schlecht. Ja, Digga. So ist das. Ja. So sag ich dir. So, meine Lieben, die Folge neigt sich auch schon wieder dem Ende.
Jetzt schon? Ist jetzt schon wieder vorbei? Ist schon wieder vorbei? Ja, dann müssen wir aber sofort in die nächste Folge hüpfen. Ja, und ihr da draußen auch. An dieser Stelle möchte ich mich bei euch allen fürs Einschalten und Verfolgen dieses Let's Plays bedanken. Und falls euch diese Folge gefallen hat, würde ich mich wie immer über eine Bewertung und einen Daumen nach oben sehr, sehr freuen. Für all diejenigen, die noch nicht abonniert haben, lasst auf jeden Fall ein kostenloses Abo da. Würde uns auch sehr, sehr freuen. Und wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge wieder, wenn es dann wieder heißt, Olle Jansen und Uldi sind am Resident Evil zocken. Auf jeden Fall. Ich sag an dieser Stelle, immer schön lecker bleiben. Und tschüss. Tschüss.